Hallo zusammen, ich habe hier unsere Kompressorkühlbox Y45PX und da gibt es kleine Änderungen, und zwar geht ja der Deckel so und so auf, und ich nehme jetzt einfach mal den Deckel. Ich denke, das Wichtigste, was ändert, ist der Preis. Von 580 wird der auf 615 steigen. Das Thema sind vor allem die Frachtpreise, die uns durch die Decke schießen, und auch sonstige Preiserhöhungen, die wir haben. Also neuer Preis kommt. Der Rest der Box ist genau gleich, außer das A++. Das A++, also das Symbol, geht weg, und wir haben jetzt hier No Label. Das heißt, kein Energielabel, weil die neuen Boxen haben auch kein 230 Volt mehr. Also hier habe ich noch 230 Volt Anschluss. Die neuen Boxen gehen nur noch mit Netzgerät, weil wir kriegen das eigentlich, wenn wir nicht bescheißen oder irgendwen belügen, nicht mehr durch die Gesetze. Doch, so wie Mitbewerber, die jetzt irgendwas zurecht bescheißen. Die Preisliste mit dem Katalog, den verlinke ich euch natürlich unten drin. Die Lieferfähigkeit dieser Box, wir haben, die kommt aus China, das ist kein Geheimnis. Wir haben die im August, Ende August letztes Jahr bestellt. Und jetzt schwimmt, glaubt, der Container irgendwo auf dem Schiff. HMM Stockholm, ihr könnt nachschauen bei Wesselfinder oder Marinetraffic im südchinesischen Meer, und darauf ist ein Container mit solchen Kühlboxen. Also wir sind momentan nicht mehr lieferfähig, wir können diese Box momentan nicht mehr ausliefern, das dauert jetzt schätzungsweise noch 4 bis 8 Wochen, bis wir dann diese Boxen hier haben. Also heißt, im August bestellt. Wir haben keine Planungssicherheit mehr mit der Lieferfähigkeit. Man kriegt kein Schiff, man kriegt keinen Platz, der Hafen ist zu wegen Corona und solche Späße. Das interessiert euch nicht und mich nicht. Weil ihr wollt so eine Box, dann geht es um den Preis, der wird höher. Und zweitens, kann ich die haben? Kann ich die abholen? Oder kann ich die mir zusenden lassen? Ja, aber für das muss ich sie im Lager haben. Ja, das ist die Situation momentan mit den Kühlboxen. Ich verlinke euch hier oben das Video mit dem Gesetz wegen dem Netzgerät, Energielabel. Hier unten die bisschen kleinere Box, ihr habt dann nur 35 Liter, die ist aber am Lager. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.